Hallo zusammen, es ist Dienstagmorgen, ziemlich früh. Und in diesem Clip geht es ums Gold. Die Überschrift vom letzten Mal war, das Gold wird müde. Da waren wir oben so um die, das ist zwei Wochen her, so um die 2005. Und da haben alle technischen Indikatoren eher mal ein bisschen nach unten gedreht. Hier, hier. Und jetzt passiert Folgendes. Erstmal, dass ihr seht, wo diese Liste herkommt. Das ist von dem letzten Hoch. Hier bei 2060. Ich möchte es mal so formulieren, und so habe ich es auch im Thumbnail geschrieben, der erste wichtige Support erreicht. Von dieser Bewegung hier sind wir jetzt gefallen auf das 38er, genau bei 1933. Dieser Punkt ist aus verschiedenen Gesichtspunkten sehr, sehr wichtig. Zum einen ist es das 38er Retracement, eben wie gesagt von dieser Bewegung hier, von 1809 hoch zu 2010, das ist eins. Dann ist es ganz offensichtlich, sieht man hier, das untere Bollinger Band, zwei. Es ist aber auch gleichzeitig dieses Ausbruchsniveau, was wir hier genommen haben am 18.10. bei 1833. Da treffen sich jetzt also einige, sagen wir es mal, Händlergruppen. Hinzu kommt, vielleicht mache ich die mal ein bisschen besser hier. Mal schauen, das ist die 200-Tage-Linie. Sieht man jetzt hier nicht so schön. Warte mal, das mache ich jetzt mal auf 5. Und ich mache sie blau. Ich mache sie schwarz. So, es ist auch die 200-Tage-Linie. Also ganz viele verschiedene Händlergruppen treffen sich jetzt hier. Die einen, die nach gleitenden Durchschnitten handeln, die Ausbruchshändler, die Bollinger Bandhändler und die Fibo-Händler. Das ist ein richtig schönes, fettes Cluster. Da sind wir auf dem Punkt, haben wir da bisher drauf aufgesetzt. Das Gold dürfte sogar runtergehen bis eben zu diesem Downtrend, den ich gezogen habe hier, der sich verbindet mit dem 61,8er bei rund 1.866. Dürfte es sogar machen. Ich bekomme noch keine Stabilisierung über den Trendfolger, aber eine Stabilisierung bei den Oszillator. Also möchte ich das mal so formulieren, Gold hat kurzfristig etwas mehr Potenzial als Risiko. Aber jetzt muss es auch, wenn es wirklich steigt. Und bei mir wird es deutlich positiver, über den Bereich von 1960. Wo ist jetzt denn jetzt hier wieder das Fadenkreuz? Da, 1960, da sind wir hier über dem Punkt. Wenn es darüber geht und schließt abends um 22 Uhr, wird es positiver und dann wird auch dieses Kaufsignal hier eher greifen. Im Moment tut es das noch nicht, aber das ist eine sensationelle Unterstützung hier oder eine sehr, sehr wichtige Unterstützung. Dann, wenn es das schafft, dann hat es auch das Potenzial, hier hochzugehen. Aber wehe dem, es schafft es diesmal nicht, sich an oder über der 2000 zu etablieren. Da muss ich davon ausgehen, dann ist so eine Art Enttäuschungsgeschichte fängt dann an zu laufen und dann rechne ich auch wieder damit, dass wir auf die 1884 gehen. Also kurzfristig eher positiv mit etwas mehr Potenzial als Risiko. Das Risiko erachte ich hier bei der 1886 und das Potenzial kurzfristig mal bis zu 2010. Ich habe zwei Scheine rausgefunden. Ich traue mich im Gold, vor allem nach dieser Bewegung hier, nicht mehr so nah ran. Das ist in etwa der gleiche Schein vom letzten Mal, 1851. Da sind wir hier unter diesem Trend, unter dem 61er. Der hat auch im Moment nur einen Hebel von 20. Das ist die KH97XX. Als Put habe ich eingenommen. Moment, gehe ich mal rüber. Der liegt hinter diesem Hoch hier. Wo ist er wieder hin? 2091 war das, glaube ich. Ja, 2091, die UL4 BEV. Der kommt dann ins Spiel, ist im Moment ein 14er Hebel, wenn wir jetzt hier, was ich eigentlich erwarten muss, hier so ein bisschen hochgehen und wenn er es dann nicht schafft, sich an oder über der 2000 zu etablieren, dann kommt der rein, 2091. Weil selbst wenn wir das jetzt schaffen, wird das hier auf jeden Fall eine pflichtige Marke bei 2060. Also nochmal kurzfristig etwas mehr Potenzial als Risiko, aber das ist noch nicht frei von allen Zweifeln, sagen wir es mal so. Ja. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.